Der berühmte Scheibenberg ist einer der drei Basaltberge im oberen Erzgebirge. Er ist nicht der höchste, aber viele sagen, er ist der schönste. Und zu seinem Fuße liegt die kleine Stadt Scheibenberg. Ja, und die hat an diesem Wochenende allen Grund, sich selbst zu feiern, nämlich den 500. Geburtstag. Es ist alles vorbereitet auf dem Festgelände unterhalb des berühmten Scheibenbergs. Orgelpfeifen werden sie auch genannt, die erstarrten Basaltsäulen eines Lavastroms im Tertiär. Und manchmal lösen sich auch einige Teile der Jahrtausende alten Gesteinsbrocken, so wie im Januar. Aus dieser Orgelpfeife, so die Geschichte hier, ist das neue Maskottchen von Scheibenberg entstanden. Basaldi macht sich nun selbst ein Bild von den Vorbereitungen zur 500-Jahr-Feier in der Bergstadt. Unterm Kostüm steckt der Bürgermeister selbst. Es macht Spaß, und man macht den Kindern eine Freude. Die sind happy, wenn sie mich sehen, beziehungsweise wenn sie den Basaldi sehen. Und es ist einfach, ja, meine Auflockerung für alle. Überall im Ort ist erkennbar, Scheibenberg feiert ein halbes Jahrtausend Stadtgeschichte. Anlässlich des Jubiläums wurden Infotafeln an mehr als 60 Gebäuden angebracht. Die Anwohner selbst haben Fotos herausgekramt und so gemeinsam mit der Stadtverwaltung den Häusergeschichtenweg möglich gemacht. Gegründet zur Hochzeit des Silberbergbaus steht die Stadt mit 2100 Einwohnern auch heute gut da. Wir haben zahlreiche Unternehmen im Ort, die uns dann auch finanziell unterstützen, natürlich mit Gewerbesteuer. Wir können darauf zurückblicken, dass wir eine gute Mischung haben zwischen Handwerk und Industrie. Es gibt jede Menge Arbeitsplätze hier in Scheibenberg, aber eben auch Betreuungsplätze für Kinder. Wir haben eine Grundschule, eine Oberschule, alles auf engstem Raum, bauen gerade eine neue Turnhalle. Und es gibt sogar zwei Lieder anlässlich des 500. Stadtgeburtstages. Eins hat Marc Schmidt geschrieben und gemeinsam mit einem Musikproduzenten aus dem Nachbarort eine Hymne für seine Heimatstadt aufgenommen. Mein Scheibenberg, was für ein goldener Flack. Für meinen Geschmack. Ich arbeite ja noch in Annaberg und beim Bäcker unten, da wissen die auch schon Bescheid. Also hätte ich nicht gedacht. Ja, cool. Ich will ja kein riesen Star werden oder so, aber so fürs Dorf oder für die Stadt ist es doch eine schöne Sache. Heute Abend beginnen sie die Feierlichkeiten zum langen Festwochenende in Scheibenberg, zu dem alle Erzgebirge eingeladen sind.